So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 Challenge. Ja, willkommen zurück. Heute haben wir eine neue Challenge und erst sage ich euch nochmal, wie das hier alles funktioniert. Ihr könnt mir Herausforderungen stellen in den Kommentaren unter diesem Video oder bei WrestlingGames.de. Ich sage es nochmal, die simpelsten Herausforderungen sind meistens die besten und die kreativsten. Nicht 1000 Bedingungen reinhauen, die nehme ich dann sowieso nicht an. Okay, aktuell steht es 19 zu 20 für euch. Also ihr führt mit einem Punkt. Das heißt, wenn ich eine Challenge meistere, bekomme ich einen Punkt. Wenn ich es nicht schaffe, bekommt ihr einen Punkt. Und bisher ist das Verhältnis ziemlich ausgeglichen und ein bisschen mehr habe ich es nicht geschafft oder so. So, die heutige Challenge kommt vom guten GameZocker 81. Das ist der Patrick. Und er sagt, spiele ein Extreme Rules Match mit einem Superstar deiner Wahl. Muss einen Brainbuster als Finisher haben. Gegen einen Gegner, der per Zufall bestimmt wurde. Und du musst nach einem Brainbuster auf einer Mülltonne per Pinfall gewinnen. So. Da keiner aus dem kompletten WWE-Roster einen Brainbuster als Finisher hat, bis auf Eddie Guerrero, der hat ihn als Alternativ-Finisher, ist mir bei Brainbuster nur El Generico eingefallen, aka Sami Zayn, so wie er jetzt bei NXT zu sehen ist, oder aktuell. Er ist auch in NXT, bzw. in Sami Zayn-Core, hat aber hier ein El Generico-Attire, also nicht wundern. Und ich muss jetzt via Zufall einen Gegner bestücken. Das heißt, ich drücke Dreieck und habe gleich einen Gegner. Jinder Mahal. Gut, damit bin ich einverstanden. Der gute Jinder, don't hinder Jinder, haben wir den wieder am Start. In der Royal Rumble Arena, meinetwegen. Boah, ist okay. Und natürlich ist das Ganze wieder auf Legend. Legendär. Weiß nicht, ob ich es hinkriege. Mein Plan ist es einfach, ich habe mir erstmal angeguckt in der Vorschau, wie der Brainbuster genau funktioniert. Ich habe den, musste das noch umstellen, weil Brainbuster nur Alternativfinisher wieder ist. Hier. Weil das ja auf Sami Zayn ist, also das Moveset auf Sami Zayn getrimmt ist, so. So, was ich sagen wollte. Er setzt ihn halt wie ein Suplex an, legt ihn aber nicht nach hinten ab, sondern links von sich. Und mein Plan ist es einfach, ein paar Mülltonnen in den Ring zu legen. Sobald er genug angeschlagen ist, der gute Jinder Mahal. Und dann hoffen, dass er irgendwie auf der Mülltonne landet. Und dann kann er sich Oscar nennen, aus der Mülltonne oder so. Aber weiß nicht so ganz. Olé, olé. Ach ja, der gute Sami Zayn. Auch einer der Top-Faces aktuell in NXT. Hab ihn live gesehen. Bei WWE Live in Berlin gegen Damien Sandow. Natürlich auf einer Hausshow kann man nicht so eine krassen Matches erwarten. Und wenn man mal ein El Generico-Match von ihm gesehen hat, oder eines der Matches von Sami Zayn gegen Antonio Cesaro, bei NXT, eins von den dreien, dann weiß man, dass er es drauf hat einfach. Und verbreitet einfach gute Laune, vor allem jetzt auch mit seiner neuen Entrance-Theme hier. Worlds Apart heißt das Lied, glaube ich. Ska-Musik oder wie man diese Musikrichtung nennt. Und macht halt gute Laune und ist bei mir schon wieder volle Ohrwurm. Da 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 da. Oh oh oh. Ach schön. Müsst ihr euch mal anhören. Die neue Entrance-Musik von Sami Zayn. Macht einfach gute Laune. Lower the Boom war seine andere Entrance-Musik. Macht natürlich auch Spaß. Und Indies natürlich war sein Gimmick halt ein Mexikaner. Der aber trotzdem nicht mexikanisch gut sprechen kann, weil er aus Kanada kommt. Dafür kann er Arabisch, Französisch und Englisch. So. Er ist so ein Halb-Araber oder irgendwie so. In der Art. Und der ist auch schon rot, der gute Jinder Mahal. Und dort hat er als Endstream halt einen typischen Ole-Chant, den er mittlerweile auch noch kriegt. Das wird er nicht mehr wegbekommen. So, zack hier, boom! Hurricane Rana, aber mal richtig. Jetzt machen wir einen Signature Move. So, das wäre jetzt auch ein Brainbuster, aber soll ich als Finisher nutzen. Da seht ihr, wird dann links abgesetzt. So, dann hol ich mir mal eine Tonne. Dann schmeiße ich die rein. Tonnen, die backen gerne mal. Im Ring, auf jeden Fall. Ach, ich kann bloß eine. Oh, Mist, ich kann bloß eine. Was ist das denn jetzt? Ich kann nur eine haben. Das ist natürlich doof. Mal sehen, dass die Challenge irgendwie ganz schnell meistern kann. So, dann muss ich das richtig. Muss ich kurz mal überlegen. Wenn er links absetzt. Okay, ich hab eine Idee. Mal sehen, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. So, mal gucken. Na, links absetzen, ne? Probieren wir mal.
Probieren wir mal. Auf die Tonne rauf. Klappt das? Jawohl! Das zählt, ne? Die Tonne ist kaputt gegangen. Das Eis für mich ist darauf gewesen. 2 und 3! Hey, ihr habt eine Challenge gewonnen! Jawohl! El Generico! Ole! Holt sich den Sieg. Und er steht jetzt 20 zu 20. Vielen Dank für die Challenge an Patrick. 20 zu 20. Auf 40 Challenges haben wir schon gemacht, ey. Boah. Gucken wir uns gleich nochmal den coolen Brainbuster auf die Tonne an. Hatte aber auch Glück, dass ich Jinder Mahal als Zufallsgegner bekommen habe. Ist ja nicht so, als würde ich immer eine neue Aufnahme machen, um zu gucken, wer mein Gegner denn ist. Also, so pissig bin ich ja nur auch wieder nicht. Ja. Olle! Ehemaliger WXW Unified World Champion? World Unified? Irgendwie sowas, ne? World Champ. Könnt ihr euch angucken, Sieg gegen Big Van Walter. Einfach mal eingeben bei YouTube. WXW, El Generico wins title oder so. Ach, schön. Gut, Leute, das war's. Heute war Mittwoch, wir sehen uns Samstag wieder bei einer weiteren Challenge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Nicht vergessen, eure Challenges in die Kommentare zu posten oder bei WrestlingGames.de. Freue mich immer sehr. Nicht vergessen, die simpelsten Ideen sind meistens die kurzen. Und ja, Daumen hoch, cool. Euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.